Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Heute spielen wir, hier oben steht's, They Are Here, Alien Abduction Horror. Und ich sag mal, bevor ich das Video starte, sage ich als erstes einmal, helft mir, liked die Videos hier und hier auf YouTube und abonniert, schreibt was in die Kommentare oder so, helft mir irgendwie. Vielen Dank. Das Spiel ist irgendwann mal Anfang dieses Jahres erhältlich auf Steam. Das ist nur eine Demo. Ich sag mal so, fangen wir mal an mit dem Prolog, den es hier gibt. Der Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO. Der 30 Jahre vor dem in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld, sein gemeiner Soldat, Michael Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe von Bauernhof Gracewood in Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Okay. Ich dachte, wir werden da... Warte mal. Muss mal wechseln. Ich dachte, wir werden da die Aliens jagen, aber wie es aussieht, werden die uns jagen. Das ist ja schon ziemlich scheiße. Naja, trotzdem. Na ja, gut. Los geht's. Ja, du hier. Direkt mit Kamera und alles. Und Peilgerät für Aliens. Geil. So, was kann ich überhaupt hier machen? This is Base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Omega Team will arrive in one minute. We'll conduct surveillance from the air. Drive with care. Report when you arrive. Tja, yo. I read you 5x5, sir. Out. Ah ja, hab verstanden. So, in 2 Minuten kommt die Eingreiftruppe. Ich glaube, wir sollten hier warten. Es ist mir zu gefährlich schon wieder. Ah, hier. Kollegen, hier. Kommt runter. This is Omega. We see you. We are monitoring. Gut. Wenn die auf mich zukommen, schießt! Es ist mir zu unheimlich. Na komm mal. Da klackert irgendwas. Habe ich einen Geigerzähler dabei? Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicator is average. Ja, okay. Strahlt das Ding ja noch. Ich gehe wieder zurück, das ist mir nichts. Ah, scheiße. Fahnenflucht wäre das doch, oder? Wir als stolzer Soldat unseres Landes, wir müssen herausfinden, wer da kommt zu uns oder was da unten gekommen ist. Ja, unsere Freunde im Helikopter, die haben halt Probleme mit ihren Instrumenten. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, gut. The radiation is getting stronger. Wait. What? Need to stop the operation. What the hell's going on there? Ja, was ist denn los? Also, die wollen unterbrechen wegen komische Sachen. Alien, kommt mich holen. Das bewegt sich etwas. Die kommen jetzt mit der Analsonde. Omega, fly away. Michael Anderson, follow protocol. Ich geh da hin. Es geht hier oben ab. Lightshow. Ah ja. Diese Kollegen, die machen. Boah. Scheiße. Fuck. Fuck. What the hell is going on? Kollegen? Roger, Roger, hört ihr mich? Can anyone hear me? Over. Uhu. Ich glaube, ich sollte heimgehen. Can anyone answer? Damn it.
Ja, natürlich können wir den Emmy in einen Namen geben. Hast du einen Vorschlag? Oh, ich habe sogar ein Nachtsichtgerät. Los geht's. Miet. Ist das jetzt hier drüben? Ja. Ah ja. Wenn der einen Namen hat, dann ist es angenehmer. So, wir gehen da jetzt hin. Ich hab da was gehört. Liesel. Okay, unser Alien heißt jetzt Liesel. Laut Chat. Das ist ein sehr schöner Name. Ich. Ja, das ist Reh. Hallo Rehe. Ey, guck an. Was ist denn das? Ich kenne mich ja mit Tieren nicht so aus. Was kommt denn da unten raus aus dem Reh? Nee, Reh. Reh. Kann ja nicht springen. Das sieht doch eklig aus. Ja, die Regierung ist an den Reh schuld. Ey! Guck an! Was ist denn das, meine lieben Freunde? Ich hab da was gehört. Ich will doch immer springen. Wasch. Ich glaube, jetzt kommt Jumpscare. Das steht irgendwo hinter mir. Ach du Scheiße. Das war's. Jochen Liesel. Paul. Hey. Schalt das Licht wieder an. Hier, mein Freund hinter dem Baum. Komm her. Ah, ja. Um Gottes Willen. Die haben mich gefressen. They are here. Oh Gott. So, das war ja erstmal der Prolog. Wir machen jetzt weiter mit der Demo. Also, Grace Boost Forum, unerklärliche Phänomene. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman alle Lichter am Himmel, die sich mit rasanter Geschwindigkeit über dem Maisfeld bewegen. Lichter in chaotischer Richtung und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Passierte 5 Tage lang. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Scheiße. Arme Tiere. Der Hund wurde aggressiv. Um Gottes Willen. Suchte ihm anzugreifen und biss ihm. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Er gleich ranholen und ihr zur Feldarbeit einspannen. Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen. Oder eine außerirdische Invasionsstation. Invasionssensation, ah ja. Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. So, ah ja, Müll steht auch draußen. Die Aliens kommen aber Hauptsache Müll rausstellen. Das sind sie wieder. Das kann ja nicht so schlimm sein. Okay, let's go. Schauen wir mal, was da so los ist. Hallo? Ich hab da was gehört. Hallo? Na ja, gut. Schauen wir mal. Oben brennt noch Licht. Aha. Zettel des Farmers. Herr Fox. Love Fox. Ah, wir sind Herr Fox.
Wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden, um Gottes Willen. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um die Hilfe anzugehen. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig. Peter Sherman. Ja, Diesel. Wollte halt die Tochter haben zum Spielen. Ganz genau, Chad. Hallo? Ist da jemand? Klopf, klopf. Ich komm mal rein. Sind wir in England oder in den USA? Was denken ihr? Es ist ja schon bei den USA, da wird er schon wieder gleich geschossen, wenn du da unerlaubt ins Haus gehst. Außer Funktion. Scheiße. Piu. Schöne Animation hier, wie das Telefon genommen wird. Piu. Größer. Außer Funktion. Ist das Kabel überhaupt eingesteckt? Wenn das Kabel da irgendwie durch das Holzbrett da geht, ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Ah, hier. They are here. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Weil wir eine schlechte Journalistin sind. Ganz einfach. Ich dachte, das sind mehrere Familienmitglieder. Warum haben die hier nur zwei Türen? Okay. Da haben wir ein Funkgerät. Und hier drüben. Bettchen. Oh, hier. Was hat die hier Schönes gemalt? Ja. Ja, wo ist er noch happy gewesen? Ah. Ist der Hund tot? Und das Mädchen ist traurig. Sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Oh, Doku rot und Kind traurig. Die ist ja verschwunden durchs. Die ist ja selber rausgegangen, wie es aussieht. Ja. Die ist ja geflüchtet. Die will mit den Aliens spielen, mit der Liesel. Sich ein Alien-Pornos an. Der Herr Sherman, der Perversling. Spitze dabei. Ist da jemand? Hallo? Nee. Der Pool aus dem Internet. Sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ah ja. Warte hier. Mach die Tür auf. Da hockt so ein Alien da drinnen und hält die Tür zu. Die verarschen uns nur. Oh hier, wir sind ja hier nur unterwegs. Wir schauen ja hier einfach nur durch das Ganze. Das ist nur falsch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass die Ungeheuer sie entführt haben. Ah, ja. Ich glaube, das Ding haben wir nicht gesehen. Ist da jemand? So ein Scheißzettel macht ja schon den Bock aus. Oh nee! Scheiße! Liesel? Hast du den F4 runtergedrückt? Hm?
Ja. Hey, der Stromsporn macht den Fernsehen aus. Diesel, bist du hier? Ich spring mir doch in die Fresse. Diesel. Selbst die Tischlampe. Liesel. Stehst du hier? Jetzt sind es 4 Lichter. Ich. Ist das mein Auto? Soll ich ihn zur Versicherung erklären? Da ist ein UFO reingerost. Hallo? Ist da jemand? Ah ja. Ich. Die hat's aufgelöst. Die Jungen. Schnell wegfahren. Scheiße, ich hab doch keine Ahnung. Automatik. Komm an. Los. Oh ja. Geil. Lightshow. Ist nicht gut. Ah, hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's erstmal für mich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bevor ihr geht, vergesst nicht zu liken und subscriben. Und schreibt mehr Kommentare und alles unter dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und goodbye. Ciao.